Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gehe ich mal auf euren Wunsch ein und reagiere auf Palutens Käsekuchen. So wie ich das rausgehört habe, war das Ganze nämlich auch so eine Aktion wie mit der German Let's Play Torte. Er hatte eine Wette verloren und das ist sein Wetteinsatz und wir gucken uns das Ganze jetzt gemeinsam an, wie er das umsetzt. Kleiner Funfact nebenbei, am Samstag kommt auch mein nächster YouTuber-Kuchen raus und der hat auch was mit Käsekuchen zu tun. Also das gute Spüli von ja. Käsekuchen in so einem Mixer ist mir noch unbekannt. Das ist schon ewig her, ne? Ist das nicht das YouTube-Haus? Ja, das mal, so mache ich meinen Käsekuchen standardmäßig eigentlich auch. Ich frage mich jetzt schon, wofür die Auflaufform ist. Ja, Freestyle ist immer gut. Es schmeckt meistens am besten. Wobei ich mir bei Paluten nicht ganz so sicher bin. Ein Kilogramm Quark muss erstmal in das Ganze. Das ist absolute Wahnsinn. Erstmal den Quark cremig rühren. Muss ich auch mal alles ein bisschen. Ich weiß gar nicht, inwiefern man das alles sehen kann. Oh ja, yeah, Leute. Ja, oh, Quark, lecker. Nochmal schön auskratzen, da die ganze. Bei dem Quark muss ich sagen, mich nervt es immer so. Ich finde es so satisfying, wenn du irgendwo siehst, wie der Quark da so rauskommt. Aber Realität, es geht nicht. Es klappt einfach nicht. Dieser blöde Quark, der bleibt da immer dran hängen. Einige haben schon gesagt, ja, musst du oben reinstechen, dann geht das von alleine raus. Bei mir funktioniert es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Quark, ich habe jetzt schon eine Sauerei veranstaltet. Ja, mit dem Rumschleudern da, mit dem Einhand rühren. Das habe ich so oft auch schon gemacht. Aber das Ganze habe ich dann mit dem Mixer gemacht. Oh Junge, die Küche sah aus, ne? Die Küche sah aus. Ah, mach das lieber mit beiden Händen. Wir müssen jetzt hier rein. Eine Nummer 1, Nummer 2, 3, 5. Ja, das ist recht einfach, Käsekuchen eigentlich. Da brauchst du auch einfach nur Eier unterschlagen und das war's. Ich weiß nicht mehr, ob ich so richtig drauf bin. Ja gut, Paluten hätte Mehl später reingepackt. Und die Eier vielleicht ein bisschen mehr eingerührt. 100 Gramm, da wird schon... 100 Gramm im Messbecher? Okay, ja gut. Gibt's ja auch, das steht ja immer drauf. Aber seid mal ehrlich, wie oft benutzt ihr diese Grammanzeigen auf dem Messbecher? Also, ich weiß nicht, ich traue dem Ganzen nicht. Ich benutze lieber weiter meine Küchenwaage. Sagt mir gerne, wie ihr das macht. Ja, man hört dich sehr gut, Paluten. Ja, Butter und Margarine gibt schon einen geschmacklichen Unterschied. Ich krieg gerade bei diesem Bild gewisse Flashbacks. Ähnlich auch. Eine geile Butter. Oh Gott, es brennt! Scheiße! Guck bloß nicht das Toilettenpapier an. Es ist nur vierlagig. Junge Mann, die reicht nicht mehr. Nur vierlagig? Boah, das ist aber richtig bodenständig von dir. So machen wir es halt. Bisschen Klopapier into the kitchen. Ja, sicher. Ganz normal. Mm, oh, lecker. Ja, guck mal, Paluten, da hat es doch wenn geklappt. Das fällt, dann fällt das hier einfach hier rein. Oh, shit. Ja, oh shit. Boah, Vor allem in den Topf. Oh, ich liebe seine Improvisationssachen. Boah, Junge, das sieht ja mal gar nicht gut aus. Ja, das ist eine gute Idee. Das ganz, ganz große Problem ist, meine Damen und Herren, das Ding muss eine Stunde in den Ofen. Eine Stunde? Okay, ja gut. Meine brauchen so halbe, dreiviertel maximal. Kurzer Fakt, so sieht das bei mir auch auf Kamera aus. Also die Szenen, die ihr seht, wie ich die Sachen zusammenmixe, da ist immer Musik drunter. Und ich laber ja... Danke, lieber Nachbar. Bist du fertig? Nein. Moment. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Nachbar fertig ist. Eine Ewigkeit später. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr euch fragt, wie viele Löcher kann der Nachbar eigentlich in eine Wand bohren? Also mir geht es zumindest so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, bei mir sieht es genauso aus. Wenn ich über die Texte laber, stelle ich das Video grundsätzlich ja stumm. Ich trelle alles mit, ich tanze mit. Deswegen habe ich auch ein Stativ. Das ist ganz gut, weil sonst würdet ihr gar nichts erkennen bei meinen Tortenvideos. Aber das zeigt auch schon, egal wie der Kuchen hinter wird, er hat Spaß dran. Und das ist doch auch die Hauptsache, oder? Ich hätte beinahe die 250 Gramm Zucker vergessen. Ja, Zucker muss er rein. Wie willst du das denn jetzt noch nachhalten, Paluten? Oh, dieser Messbecher. Hast du ein Postfach? Kann ich dir eine Küchenwaage schicken? Oh nein! Leute! Was passiert? Mein Löffel ist da reingefallen. Oh, das passiert mir aber auch andauernd. Ich habe bestimmt 5-6 Löffel hinter dem Kuchenteig und mir ist es eigentlich dann noch egal. Die bleiben dann bis zum Schluss da drin. Ist. Egal. Ja, weiter rühren. Ah, guck mal, langsam wird's doch. Sieht irgendwie ein guter Kuchen aus bisher, der Kuchenteig. So Party People, wir werden jetzt einfach das Ding benutzen,
um den ganzen Ja, eigentlich ist das gar keine doofe Idee, das Ganze mal schön durchzurühren. Dann machen wir den Deckel drauf. Weil sonst hast du nämlich hinterher das Problem, dass du dann auf einmal einen Kuchen beißt und hast ein fettes Stück Ei, so wie es gerade bei ihm aussah. Also das ist doch eine ganz gute Idee. Da sagt selbst die Flasche im Hintergrund ja. 60 Sekunden soll das einmal schön durchshaken. Oh, das sieht schon cool aus, ne? Ja, wie oft benutzt man die Dinger? So. Hat er die wenigstens vorher eingefettet? Guck mal hier. Elegant. Oh. Ja, oder durchfallen. Knapp 60 Minuten später. Leute, ich habe ihn aus dem Backofen geholt. Und oh doch. Man kann es lesen. Nine Kraft Freedom. Ich habe das mit diesen Zuckersachen gemacht. So voller Liebe. Ich mache mir manchmal Gedanken, ah, okay, soll ich jetzt diese Farbe vom Quadrat da jetzt neben diese Farbe legen? Und er macht einfach, ich feiere das, ne? Versteh mich nicht falsch, es soll jeder wirklich Spaß am Backen haben. Und wenn das die Definition von Spaß am Backen ist, dann bin ich voll dabei, ganz ehrlich. Und so schlecht sieht der Käsekuchen doch auch gar nicht aus. Ich meine, der hat eine gute Kruste. Einfallen tut er immer danach, das ist ganz normal. Aber hey, der sieht doch gut aus. Hier steht nochmal Käsekuchen. Käsekuchen, ja, für den Fall, dass man nicht weiß, was es ist, ne? Der sieht auch auf der Kamera ein bisschen dunkler aus, als er tatsächlich ist. Ja, aber der hat halt so eine Bräunung meistens. Erfolg. Was sagt ihr, wie hat sich Paluten geschlagen? Ich muss sagen, ich finde, das Ergebnis sieht wirklich gut aus. Also, ich würde ein Stück davon essen, bin ich ganz ehrlich. Es sind auch meistens die simplen Kuchen, die gut sind, oder? Schreibt mir auch gerne wieder in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen möchtet. Wenn es mich interessiert, gehe ich auch weitestgehend dann natürlich drauf ein. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssi, ciao.